Das hier ist der neue Streaming-Stick von Thomson mit der Typenbezeichnung 140G. Was dieser kann, das wollen wir heute herausfinden. Vor ein paar Monaten haben wir euch die Streaming-Box, die THH100 von Thomson vorgestellt. Eine tolle Box, sehr, sehr schnell mit vielen tollen Funktionen. Und jetzt ist der Stick rausgekommen, eben der 140G, etwas kleiner, natürlich handlicher, und diesen kann man überall mitnehmen. Egal, ob ihr auf Reisen seid, auf Urlaub oder ihr wollt überall mobil sein und überall Fernsehen, mit dem Thomson Stick ist das problemlos möglich. Ist er doch winzig klein und man kann diesen überall mitnehmen, spart Platz und ist sofort einsatzbereit. Der 140G hat natürlich hier Google als Betriebssystem und ist 4K unterstützend in Ultra HD. Bevor wir uns die technischen Daten und alles andere ansehen, schauen wir uns mal den Verpackungsinhalt an. Wir haben hier eine Kurzanleitung in verschiedenen Sprachen natürlich. So. Dann haben wir den Stick selbst. So sieht der Stick aus. Hier für die Stromaufnahme und natürlich hier, das kommt in den Fernseher rein, in den HDMI-Anschluss. Also wirklich klein, kompakt, kann man überall mitnehmen, kann man in die Hosentasche sogar einstecken. So, dann geht's weiter. Wir haben hier eine HDMI-Verlängerung, sprich, solltet ihr keinen Platz haben, weil der Stick ja ein bisschen dick ist, dann gibt es eine Verlängerung, das heißt, das kommt an den Fernseher und hier wird dann der Stick angesteckt und dann habt ihr das Ganze hier eben verlängert und könnt es problemlos anschließen. Also eine HDMI-Verlängerung ist auch dabei. Was ist noch dabei? Wir haben natürlich das Netzteil oder den Stromadapter, damit unser Stick mit Strom versorgt wird. Batterien für die Fernbedienung sind auch dabei, das ist schon mal ein Pluspunkt. Und natürlich haben wir die Fernbedienung. Diese hat die wichtigsten Tasten drauf, die Schnellwahltasten oder die Funktionstasten wie YouTube, Netflix, Prime und Disney Plus, besitzt natürlich eine Sprachsteuerung und das Tolle ist, man kann hier verschiedene Profile einstellen, das heißt, dass jeder sein eigenes Profil hat. Die Fernbedienung ist leise, nicht wie die anderen, wenn man hier drauf drückt, dass sie klackert, nein, sie ist leise und ist klein und kompakt. Das ist einmal der Verpackungsinhalt. Jetzt schauen wir uns mal die technischen Daten an. Als Betriebssystem eben Google TV mit Android 12. Dann haben wir hier natürlich den ganz normalen Google Play Store drauf. Vorinstalliert sind schon Netflix, Prime, YouTube sowieso. Wir haben hier einen Chromecast eingebaut, sprich damit wir hier unser Device spielen können. Ob das auch mit deinen iPhone funktioniert, also mit iOS, da schauen wir uns dann genauer an, weil bei den meisten funktioniert das zwar mit Android, aber leider nicht mit iOS. Als Prozessor haben wir einen Quad-Core-Prozessor und als Speicher haben wir hier 8 GB RAM. Die Auflösung eben bis zu 4K mit 3840x62, also Ultra HD, und HDR ist sowieso genauso wie Dolby Atmos. Unser Stick unterstützt nicht nur 2,4 GHz als WLAN, sondern auch 5 GHz und hat Bluetooth 5.0. Das sind eigentlich die wichtigsten technischen Daten. Falls euch noch die Größe interessiert, 131x46x177 mm und 104 Gramm. Das sind, wie gesagt, alle technischen Daten komplett. Wollt ihr noch mehr Daten dazu? Dann auf der Webseite, wir verlinken euch ja das Ganze. Jetzt gehen wir mal zur Installation und schließen das Ganze an unseren Fernseher an.
Damit sind wir schon mitten bei der Installation. Stick ist angesteckt. Wir wählen die Sprache aus. Schauen uns gleich, wie schnell der Stick wirklich ist. So, dann das Land auswählen. Ihr könnt jetzt das Ganze mit dem Fernseher einrichten oder mit dem QR-Code. Ich mache das über den Fernseher. Dann das WLAN auswählen. Wie gesagt, unterstützt wird hier auch 5 GHz, wie man sehen kann. Wir wählen uns unser WLAN aus und geben als nächstes das Passwort ein. Im nächsten Fenster das Passwort eingeben und auf OK klicken. Jetzt wird die Verbindung zu unseren WLAN hergestellt. Dauert nur ein paar Minuten. Wir sind schon verbunden und kommen damit zum nächsten Punkt. Der nächste Schritt ist natürlich unser Google-Konto. Wir müssen uns mit unserem Google-Konto anmelden. Sonst können wir hier keine Apps herunterladen oder Apps nutzen. So, ihr gebt eure E-Mail-Adresse ein und der nächste Schritt ist dann natürlich logischerweise das Passwort. So, E-Mail-Adresse funktioniert relativ flott, wie man hier sehen kann, ohne Verzögerungen. Weiter, jetzt das Passwort eingeben. Passwort eingeben, damit kommen wir dann zum nächsten Schritt. Werden jetzt bei unserem Google-Konto angemeldet. Das ist auch schon erledigt. Jetzt müssen wir hier natürlich den ganzen hier zustimmen, akzeptieren, auf OK klicken. Hier könnt ihr jetzt den Standort auswählen. Das möchte ich natürlich nicht. Ich sage schließen. Also deaktivieren. Ich möchte nicht Standort. Und natürlich möchte ich auch hier keine Werbung haben. Deaktivieren. Und oben auf akzeptieren. Bis jetzt funktioniert das Ganze recht rasch. So. Wir möchten uns nicht mit unserer E-Mail anmelden. Nein, danke. Und jetzt sollten wir eigentlich unsere Oberfläche als nächstes bekommen. Aber hier wird noch der Google Assistent noch aktiviert, also weiter. Ihr habt hier die Möglichkeit, eben hier den Google Assistenten zu aktivieren. Sprich, hier könnt ihr dann Vorschläge erhalten und alles Mögliche möchte ich nicht. Nein, danke. Dann bestätigen. Hier werden die wichtigsten Apps jetzt heruntergeladen im Hintergrund. Als nächstes können wir die die Fernbedienung einrichten, sprich, dass wir mit unserer Fernbedienung auch den Fernseher steuern. Wenn ihr hier reingeht, dann habt ihr hier Fernseher, Soundbar oder Receiver. Das heißt, diese drei Geräte könnt ihr steuern und hier gebt ihr dann eben ein den Hersteller, den ihr habt. Das Ganze ist hier alphabetisch sortiert. Können wir gleich ausprobieren, so grundig. Und hier auf Weiter. Und jetzt sollen wir die Lautstärke verstellen. Funktioniert nicht. Probieren wir nochmal. So. Jetzt funktioniert es. Habt ihr selbst gesehen. Weiter. Das heißt, wir brauchen dann nur noch eine Fernbedienung und müssen nicht mehr zwei Fernbedienungen in die Hand nehmen. Also drücke die Ausschalttaste. Der Fernseher sollte ausgeschaltet werden. Warte 8 Sekunden und dann nochmal einschalten. Das probiere ich. Ausschalten. Fernseher ist hier ausgeschaltet und jetzt warte ich 8 Sekunden und schalte wieder alles ein. So. Sollte sich wieder alles einschalten. Funktioniert wirklich? Ja. Weiter. So. Google TV einrichten, sprich jetzt werden die Apps im Hintergrund alle heruntergeladen und installiert. Dauert ein paar Minuten. Wir melden uns gleich wieder. Alles erledigt, wir können loslegen, klicken auf jetzt entdecken und so sieht unsere Startseite aus. Wir haben hier oben die Startseite, dann haben wir die Apps und die Mediathek. Bei der Mediathek könnt ihr natürlich hier hinzufügen, was ihr immer wollt. Dann gibt es hier die Apps und Filme und wie bekannt schon beim anderen Google Sticks. Öffnen wir mal eine Anwendung und schauen wir uns mal an, wie lang das dauert, wie zum Beispiel hier Netflix. Gut, ging relativ flott jetzt. Also der nächste, YouTube zum Beispiel. Auch das, wow, relativ flott, hätte ich nicht gedacht.
So eine App öffnen wir noch, die Mediathek von ARD. Da schauen wir auch an, wie schnell das geht und auch das. Also, ehrlich gesagt, für dieses Geld ist das ganz, ganz schnell. Wird hier relativ flott alles geöffnet. Also, da kann man echt nicht meckern. Die Sprachsteuerung schauen wir uns auch noch an. Öffne YouTube. YouTube wird geöffnet. Funktioniert. So, nächste. Öffne Einstellungen. Und auch hier, ihr seht es, relativ flott. Wenn wir schon bei den Einstellungen sind, schauen wir uns mal die Einstellungen an. Hier haben wir dann eben die Auflösung, 4K, HDR. Das kann man sicher alles einstellen. Aber was ich hier möchte oder was ich hier testen möchte, ist eben als erstes die Miracast-Funktion, sprich, dass wir hier unser Display spiegeln. Das möchte ich mal als erstes hier einstellen oder testen. Und wie ich es leider Gottes schon erwartet habe, hier iOS nicht möglich, mein Device zu spiegeln. Deswegen probieren wir jetzt das Ganze mal mit Android, ob es da funktioniert und wie einfach das Ganze funktioniert. So, hier erscheint sofort unser Stick, das heißt mit Android können wir das Ganze ohne Probleme testen, wie man hier sehen kann, und das Ganze auch ohne Verzögerung. Also, wie gesagt, auch hier Minuspunkt, ist aber nichts Neues bei den meisten Sticks, ganz egal welcher Hersteller, bis dato habe ich das nicht rausbekommen, eben wieso das nicht funktioniert, vielleicht weil es eben Google als Betriebssystem ist, aber es funktioniert nicht, wie gesagt, mit iOS, mit Android ohne Probleme, aber leider Gottes nicht mit iOS. Also, das funktioniert bestens. Mit der Benutzerkontenfunktion habt ihr die Möglichkeit, hier mehrere Konten hinzuzufügen. Somit hat dann jeder seine Apps, die er heruntergeladen hat, und seine eigene Mediathek, auch eine tolle Funktion. Wie gesagt, was mich hier fasziniert, ist eben, dass das Ganze so schnell ist. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Ihr seht selbst hier, wie schnell das Ganze geht, und wenn ich hier noch eine weitere App starte oder öffne, dann werdet ihr sehen, dass diese sofort geöffnet wird. Ich werde mal diese hier öffnen und innerhalb von Sekunden ist das Ganze geöffnet, und das ist doch eigentlich sehr, sehr schnell, wenn man bedenkt, dass dieser Stick eigentlich so wenig kostet, und vom Prozessor her denkt man sich, ja, das ist nicht so stark, aber ihr seht selbst mit eigenen Augen, dass das Ganze relativ flott hier funktioniert und dass hier alles geöffnet wird. Kommen wir damit zu einem Fazit. Dieser Stick überzeugt wirklich. Der ist sehr, sehr schnell, wie man hier selbst sehen kann. Er hat tolle Funktionen, eben wie, dass man hier mehrere Konten hinzufügen kann. Er ist klein, er ist handlich und vor allem er ist sehr, sehr schnell. Als Manko nach wie vor, wie bei den meisten Sticks, dass man hier eigene Stromverbindung braucht und nicht direkt anstecken kann, aber das ist hier eben Jammern auf hohem Niveau. Und als Manko, auch wie bei anderen Sticks bis dato, eben noch nicht gefunden, oder Boxen, Android-Boxen, dass man hier beides eben streamen kann, iOS und Android. Wo ihr das Ganze kaufen könnt, wie immer in der Videobeschreibung. Solltet ihr dazu Fragen haben, dann verwendet doch die Kommentarfunktion. Nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Wir sagen danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.